Servus, Leute. Ja, servus. Ja, willkommen zum Freitagsvideo oder zum Freitag der Leipziger Buchmesse. Ja, ich gehe jetzt erstmal frühstücken. Geschlafen haben wir gut hier. Das Bett ist echt sensationell geil, Queen Size. Und ja, ich breche jetzt mal auf und werde mir mal was in den Magen geben und einen Kaffee und so, ne? So, und wir sind jetzt wieder im Pressezentrum gelandet am Freitag. Und ja, jetzt machen wir uns auf den Weg in die Hallen. Ja, mittlerweile sind wir zu viert. Melanie ist auch noch zu uns gestoßen. Und da ist auch noch jemand. Ja. Hallo. 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 Ja. Das gleiche in Rot. Das kann ich auch. Oh, wieder. Das ist ein fertiger Moment. Immer schön auf die Liste. Definitiv nein. So, wir brechen auf Richtung Kontrolle. Und ja, schauen wir mal. So. Ja. Ich habe jetzt zwar noch gar keinen Plan, wo wir als erstes hinchecken, aber sehen wir, sind wir auf Halle 2 irgendwie was, oder wo wollen wir hin als erstes? Halle 3 zu den Fantasten, oder? Halle 3. Klingt gut. Hölle 3? Was ist da? Die Fantasten. Okay. Halle 2. Genau, Hölle 2, weil da ist, glaube ich, jetzt irgendwann Lesung von der Jessica Blum. Vom Sternensand Verlag. Das würde mich interessieren. Ja. Oh, ihr werdet ja gleich sehen, wo wir hinschlappen. Glaub mir gerne mal, wir gehen jetzt mal in die Hölle 3, Hölle 2. Hölle 2. Da muss ich rein. Ich auch gleich. Ich muss ja erstmal Mütze. Okay, ich will da Alex rein. Ja. Haze of Cartoons. Da ist ein Gaudel drin, schön. Hallo, Katja. Ja, natürlich kann man das. Ich kenne nur so viele Menschen. Hallo. Ja. Ach ja. Ich will wieder auf. Steffi ist auch gerade. Ja, da bin ich ja dabei. Ach so. Die Welpenbauern. Ich wollte eine Geschichte schreiben, wo Hades nicht der Böse ist. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich oft einfach nur ein Zitat oder ein Bild, das mich inspiriert, eine Geschichte zu schreiben, weil dann der Kopf einfach angeht.
Ich habe da nicht mal eingeladen. Ich habe da nicht mal eingeladen. Ich habe mein Namensschild. Ich muss mal nachschauen. Ja, das ist ja meine Mutter. Ja, es ist so sehr, sehr heilig. Ich habe es getrunken. Ja, der Autor vor seinen Büchern, denn im Hintergrund sind die Bücher. Ich habe dir die Prinzessin geschenkt. Das ist Juck. Ich glaube, das sind die Fioschi-Kriegerinnen, oder? Oh, geil, ey. Und wie hieß die eine... Und ich bin seit einem Jahr... Jo, ich dachte mir, ich gehe jetzt mal in die Halle 4, mal ganz kurz, bevor ich wieder zurück zum Stennensand Verlag gehe. Ich wollte jetzt erstmal Miriam Rade machen, ne? Die Autorin von Benji Levy ist da nachher. Und jetzt wollte ich erstmal zum Fischer Verlag. Ja, und mir da mal ganz kurz mal mich umschauen. Und ja, jo, schon bin ich angekommen. Ich bin schon gespannt. Ja, und da habe ich es auch schon entdeckt. Ist das nicht ein wunderschönes Buch? Ja, ich bin mal wieder in der Halle 2. Wo soll ich auch sonst sein? Stannensand Verlag. Denn, wie gesagt, da sollte jetzt die Miriam Rade machen. Die Autorin von Benji Levy da sein und, glaube ich, auch Bücher signieren und so. Deswegen... sehe schon. Ja, sie ist da. Und Jasmin Romana Welsch ist auch da. Alle wechseln. Ist gerade Backstage. Eine Liste gemacht. Ja. Und jetzt war ich bei den Lauten. Dankeschön, schönen Tag. Ich habe ja meine Benji Levy Exemplare leider nicht dabei. Hallo. So muss ich jetzt hier die signieren lassen. Und sonst wäre es zu viel worden. Ich habe mir überlegt, ob ich die Bücher mitnehme. Aber ich dachte mir lieber, ich nehme dann von hier wieder frische mit, als die. Na? Das Geschickte, oder? Sonst... Oh, danke. Ja.
Dafür sind wir alle nicht hier. Nur mit dir, wie ganz schlecht. Ja, ich bin hier schon, da muss man denken, dass sie denn ein Kostik ist. Die Covers sind ja so schön. Ja, naja, ich habe das Cover schon gesehen. So, ah, herrlich. Wobei, mich erinnert das so ein bisschen an Herbst. Herbstlauch und Kaffee und Kekse und so weiter. So, stellen wir uns da mal in die Reihe. Lassen mal die Karten und das Lesezeichen signieren. Sind Sie YouTuber? Ja. Wie heißt denn Ihr Kanal? Gaddypedia TV. Okay. Gelb. Werde ich mir mal merken, werde ich mal vorbeigucken. Ja. Teil war schon so toll, ja. Dann habe ich gleich im Anschluss den zweiten gelesen. Und der zweite Teil ist immer so, ne? Aber da die Handlung ja schön abgeschlossen ist, immer, das war kein Problem. Und dann den dritten Teil, glaube ich, in 6 Stunden gelesen. Abends um 9 Uhr so, habe ich angefangen und dann nachts um früh um 3 war es beendet. Dann war ich echt, die ersten 2 habe ich direkt hintereinander geschrieben. Und dann war, also wirklich, habe ich 2-3 Jahre gar nicht angefangen geschrieben. Dann bin ich mit dem dritten wieder richtig eingestiegen eigentlich. Und dann habe ich gedacht, okay, hoffentlich hast du dich die Stimmung wieder gefunden und hoffentlich passt das alles noch. Aber Hammer. Also, so was man. Aber ich gehe jetzt dann wieder. Halt, gerade Schluss, ja. Wo man dann so sich, ja, wo geht die Reise hin, so ein bisschen zu denken kann. Das ist so richtig. Wir haben auch im Auto, haben auch Stories. Ja, haben wir. Freut mich total. Ich geh mal aus dem Weg. Ja, da haben wir die Autorin dazu. Ja, manche finden es auch nicht, also das geht schon. Nee, da sehe ich ganz schlimm aus, was? Aber ein bisschen höher. Ja. Autorinnengruppenbild. Ja, ist okay. Wird es auch Zeit? Weil eigentlich wollte man es gebraucht. Ja, wie ich leider feststellen musste, ist hier kein Ton. Deswegen lese ich euch den Klappentext dieses Buches mal vor. Am Tag ein Schwan, in der Nacht ein Mensch, gefangen an einem einsamen See mitten im Wald. Das ist das Schicksal der verwunschenen Prinzessin Estelle. Es erscheint ihr aussichtslos, den Fluch zu brechen. Der Sinn der rätselhaften Worte auf einem geheimnisvollen Pergament, das der einzige Schlüssel ist, bleibt ihr verborgen. Erst als der
Junge Jäger Aiden am Schwanensee-Auftrag taucht, erhält sie neue Hoffnung. Womöglich gelingt es, mit seiner Hilfe das Rätsel zu lösen und den Weg zu beschreiten, der Estelles Dasein als Schwanprinzessin beenden könnte. Doch was wird dann aus ihren Schwestern, die ebenfalls von einem Fluch befallen zu sein scheinen? Sandverlag geschlagen. Das wird heute auch wahrscheinlich so der Abschluss des Tages werden. Aber morgen kommen wir wieder her. Ja, wir kommen wieder her. Wir sind gerade aus Halle 2 raus und auf dem Weg Richtung Kongresszentrum und dann in die Halle 1, weil wir müssen heute ein bisschen eher gehen von der Messe, denn wir wollen noch zu einer Lesung, da nehme ich euch auch mit hin, Andreas Gruber, Ursula Posnanski, glaube ich. Lasst euch mal überraschen, was es da zu sehen und zu hören gibt. Und ja, bis gleich dann. Schlenderer an der Halle 1. Und das war's. So Leute, der Freitag auf der Messe selber ist beendet. Wir machen uns auf wieder Richtung Stadt, in die Innenstadt, und dann geht's auf eine Lesung. Und ich bin schon mal gespannt, was das gibt. Jo, wir sind jetzt gerade am Augustusplatz in Leipzig und wir machen uns jetzt auf den Weg zur Handwerkskammer in Leipzig oder zu Leipzig. Und ja, da ist nämlich diese Lesung. So Leute, wir sind angekommen in der Handwerkskammer zu Leipzig. Und hier findet die österreichische Krimi-Nacht statt. Ja. Und teilnehmen tun da, oder lesen, glaube ich, tun Joe Fischer, Andreas Grube, Edith Kneifel, Ursula Posnanski und Eva Rossmann. Und das ist noch nicht ganz so, wir sind zeitig dran. Denn oftmals weiß man bei solchen Veranstaltungen eben nicht,
wie viel Andrang herrscht und dann kommt man nicht rein. Deswegen sind wir eben zeitig los. Jo. Seid gespannt. Die Örtlichkeit füllt sich langsam. Hallo. Ja, wir sind schon gespannt, wann es losgeht. Die ersten Soundchecks wurden gemacht. Ja, gucken wir mal. Ja, sieht aus, als ob es langsam losgehen würde. Drüben sitzen die anderen Autoren. Ja. Und Autoren. So lange das Landscape. So, und ja. Unsere Kennzeichen kann prima Leute über den Tisch ziehen beim Tischtennis spielen und auf die Couch legen bei der Psychoanalyse. Kriminelle Karriere, das muss ich jetzt erklären, also das mit dem Tischtennis spielen der Psychoanalyse. Edith Kneifel, Frau Dr. Edith Kneifel, genauer gesagt, war nämlich eine upcoming Tischtennisspielerin in Österreich und Mitglied des Nationalteams. Das ist aber nicht die einzige Kurve in ihrem Lebenslauf. Kurvige Lebensläufe, Sie werden es schon noch merken an diesem Abend, sind anscheinend Grundvoraussetzung für kriminalliterarische Karrieren. Edith Kneifel aus Wels in Oberösterreich hat Psychologie und Ethnologie studiert, wollte Sportjournalistin werden, wurde Journalistin, arbeitete in der interministeriellen Arbeitsgruppe zur Behandlung frauenspezifischer Angelegenheiten. Daran habe ich sehr lange geliebt. Kriminell tätig ist sie seit 1991 und ist seitdem eine der fleißigsten Krimi-Autorinnen, die ich kenne, und nicht nur in Österreich. Sie ist Glauser-Preisträgerin und Ehren-Glauser-Preisträgerin, was auch nicht alle Tage vorkommt. Helfershelfer, also sprich Detektive, sind doch einige. Edith Kneifel ist Spezialistin der Miniserien. Die klassische Neun-Fälle-Existenz eines Ermittlers würde sie wahrscheinlich langweilen. Gustav von Karoli muss sich darum vielleicht ein bisschen Sorgen machen. Er geht zum fünften Mal auf Mörderjagd, das ist gefährlich. Karoli sieht gut aus, ist jung, hat gute Manieren, ein Traum von einem Privatdetektiv, eigentlich ein Ferner. Wir folgen ihm seit 2012 durch die politischen, gesellschaftlichen und, naja, libidonösen Abgründe und Verwirrungen in Wien der Nullerjahre des vergangenen Jahrhunderts. Leichenzahl nicht unerheblich. Mit einem Bombenanschlag geht es diesmal los, es stirbt allerdings diesmal auch ein Pferd, wofür wir uns jetzt schon entschuldigen. Drogenkonsum geht so, je nach Etablissement. Kulinarik exquisit und elend. Gustav irrichtet durch die Arbeiterpinten genauso wie durch das Kabinett Demel und andere kulinarische Tempel des frühen 20. Jahrhunderts. Das jüngste Verbrechen, wir sind im Jahre 1910 angekommen, das politische Fieber in Wien steigt, die Monarchie bröselt, Anarchisten und Nationalisten treiben ihre sinistren Spiele, ein Fiaker fliegt in die Luft, Gustav von Karoli fliegt in die Arme einer geheimnisvollen Schönen, ein tödlicher Reigen beginnt. Und jetzt liest ihr die Knall. Herzlichen Dank. Einen schönen Steckbrief habe ich noch nie bekommen. Also ich bedanke mich ganz herzlich. Und ich beginne natürlich auch gleich mit dem Attentat, muss ja sein, ne? Wenn es schon so angekündigt wird. Das Attentat findet nämlich am 1. November 1900 statt. Ein ohrenbetäubender Knall, markerschütterndes Wiehern, aus dem Inneren einer geschlossenen schwarzen Karosse ertönten gellende Schreie. Eine zweite Detonation erschütterte die Wiener Hofburg. Fleischteile flogen durch die Luft. Begleitet von lautem Zischen und Krachen regneten Holzsplitter und Eisenstücke auf die Passanten nieder. Die Wucht des Feuerstoßes erfasste eine junge Dame, die gerade den Michaelerplatz überqueren wollte, und brachte sie zu Fall. Ein blutiger Pferdekopf landete in ihrem Schoß. Blut vermischt mit Asche breitete sich auf ihrem weißen Kleid aus. Der Saum ihres Kleides fing Feuer, kurz danach ereilte sie die Gnade der Ohnmacht. Ein Mann, der sich auf sie gestürzt hatte, trampelte auf ihrem Kleid herum, bis die Flammen erloschen. Dann packte er die leblose Frau unter den Armen und zerrte sie vom Tatort weg. Vom Kutschbock fiel eine menschliche Fackel. Zwei geherzte Passanten eilten dem schreienden Mann zu Hilfe, warfen ihre Mäntel über sein lichterloh brennendes Gewand und retteten ihm das Leben. Die Insassen der Karosse hatten weniger Glück. Sie schafften es nicht mehr ins Freie. Gustav von Karoli, der mit seinem leiblichen Vater, dem Grafen Bartheny, im Café Zentral saß, hatte den lauten Knall gehört. Da er jahrelang bei der Armee gewesen war, begriff er sogleich, dass es sich um eine explodierende Sprengladung gehandelt hatte. Als er zur Tür ging, sah er draußen aufgeregte Passanten,
vorbeilaufen. Er forderte seinen Vater auf, mitzukommen, wartete aber nicht auf ihn, holte seinen Mantel aus der Garderobe und eilte der aufgeregten Menge nach. Vor dem Michaelator bot sich ihm ein schauriger Anblick. An der halb niedergebrannten Kutsche züngelten noch vereinzelt Flammen hoch. Verkohlte Leichenteile lagen zwischen den Überresten der Pferde auf dem Pflaster. Der Gestank von verbrannten Menschen und Pferdefleisch verpestete die Luft. Auch die schwarz lackierten Holzteile der Karosse verströmten einen scheußlichen Geruch. Kurz nach Gustav von Caroli trafen Polizei und Feuerwehr ein. Sie sperrten den Platz großräumig ab und befahlen ihm, sich zu entfernen. Als Gustav seinen früheren Untermieter Eddie mit seinem Gefährt vor der K&K Hofzuckerbäckerei Demel am Kohlmarkt entdeckte, ging er zu ihm. Hinter Eddie standen zwei Droschken. Lautstark kommentierten die Kutscher das entsetzliche Ereignis. Gustav bekam mit, dass es sich bei den Opfern des Attentats um den Budapester Polizeipräsidenten und um den stellvertretenden Wiener Polizeidirektor Hofrat Offinger gehandelt hatte. Die Fiaker waren sich uneins darüber, ob das dritte Opfer, ein Schwerverletzter, auch in der Karosse gewesen war oder ob es sich um den Attentäter handelte. Eddie war nicht allein. In seinem Wagen saß eine junge Dame. Sehr bleich und völlig ermattet lehnte sie auf der rot gepolsterten Bank. Ihr weißes Kleid war blutbefleckt und völlig verdreckt. »Wie kann ich Ihnen zu Diensten sein, gnädiges Fräulein?« fragte Gustav. Mit weit aufgerissenen Augen schaute sie ihn verzweifelt an, brachte aber kein Wort heraus. »Ein Pferdeschädel hat sie erwischt.« Eddie tippte mit dem rechten Zeigefinger auf seine Stirn, was wohl bedeutete, dass die junge Dame nicht ganz bei Sinnen war. Gustav fand sie entzückend. Unter ihrem eng geschnürten, mit Rüschen besetzten Kleid zeichneten sich wundervolle Brüste und eine schlanke Taille ab. Ihr Kleid war hochgerutscht, gab ihre wohlgerundeten Waden und zarten Fesseln frei. Während er dem hübschen Fräulein versicherte, dass sie sich nicht mehr in Gefahr befände, weil das Schlimmste vorüber wäre, nahmen zwei Wachmänner Eddie ins Gebet. Sie forderten ihn auf, mitzukommen, behaupteten, er wäre ein wichtiger Zeuge. Eddie, der einem Wachmann normalerweise meilenweit aus dem Weg ging, weigerte sich, seinen Fiaker und das hilflose Frauenzimmer im Stich zu lassen. »Nehmt eure dreckigen Hände weg«, hörte Gustav ihn schreien. »Herr von Caroli, so helfen Sie mir doch!« Zögernd löste Gustav seine Augen von dem lieblichen Antlitz und sagte, »Verraten Sie mir Ihren Namen, gnädiges Fräulein?« »Emma von Zolotto«, sagte sie. Mittlerweile war ein kleiner Tumult vor dem Fiaker ausgebrochen. Einige Passanten hatten sich zu dem Trio gesellt. Eddie hatte sich kräftig zur Wehr gesetzt, als ihn die beiden Polizisten links und rechts an den Armen gepackt hatten. Die neugierigen Zuschauer waren geteilter Meinung. »Ja, nehmt sie mit, der hat eine richtige Verbrechervisage. Lass den Mann in Frieden, der hat nichts getan. Hängst den Bücher auf. Das ist doch nur ein armer Fiaker. Alles verlocken, diese Fiaker.« »Was ist denn los, meine Herren? Hat dieser Mann etwas angestellt?« Gustavs hohe, vornehme Gestalt, seine elegante Kleidung und sein leicht nasaler Tonfall schienen auf die Wachmänner Eindruck zu machen. Sie lockerten ihre Griffe um Eddies Oberarme. Ein Fehler, wie sich bald herausstellte, denn Eddie hieb ihnen seine Ellbogen in die Seiten und rannte los. »Idiot«, schimpfte Gustav. Am liebsten wäre er ihm selbst nachgelaufen. Andererseits amüsierte er sich über die wohlbeleibten Wachmänner, die dem Flüchtenden völlig verdattert nachblickten und keinerlei Anstalten machten, ihn zu verfolgen. »Kennen Sie diesen Kerl?« wandte sich der eine an Gustav. »Ja, und wie heißt er?« »Sein Name ist Eddie Dubeck.« »Ah, ein rabiater Böhm. Aber meine Herren, wer wird denn so voreingenommen sein? Fragen Sie Polizeioberkommissär Rudi Kasper. Er wird Ihnen bestätigen, dass Eddie Dubeck zwar manchmal garzornig, im Grunde jedoch ein friedfertiger und angenehmer Mensch ist.« Die beiden dicken Wachmänner schauten Gustav zweifelnd an, waren aber zu duckmäuserisch, um sich auf ein Streitgespräch mit dem feinen Herrn einzulassen. Die junge Dame, Emma von Zolotto, übrigens eine Deutsche, ist verschwunden, aber Gustav läuft ihr natürlich über den Weg. In Wien läuft man sich dauernd über den Weg, weil sich die vornehme Gesellschaft damals hat sich sowieso nur im ersten Bezirk herumgetrieben. Von den armen Leuten erzähle ich Ihnen nichts, weil das kennen Sie eh, das war hier auch nicht anders. Also am Stadtrand in der Vorstadt
lebte das Proletariat oder das, sogar das Lumpenproletariat. Also damals waren Zustände, die sind unbeschreiblich. Aber ich habe es versucht zu beschreiben. Aber ich möchte Ihnen, weil es heute so ein netter Abend ist, stattdessen eine Liebesszene vorlesen. Also der Gustav, muss ich dazu sagen, liebt Dorothea. Sie erhört ihn nicht, weil er ein bisschen ein Filou ist. Und ich kann mich deswegen nicht von ihm trennen, weil ich mich in ihn verliebt habe. Also das ist so, das passiert, wenn man älter wird als Frau, hat man natürlich was übrig für jüngere Männer. Und dieser Gustav ist einfach hinreißend. Und ich kann mich eben nicht von ihm lösen. Und wenn ich ihn verheiraten würde, würde ich natürlich dann das Interesse verlieren. Also insofern lassen wir das lieber. Also ich lasse ihn lieber noch ein bisschen leiden. Ja? Aber dafür darf er einige amoröse Abenteuer haben. Und dieses Mal eben mit dieser feschen deutschen Emma von Solot. Arm in Arm spazierte Gustav mit Emma durch den Volksgarten. Sie waren allein in dem herbstlichen Park unterwegs. Der Kies knirschte unter ihren Füßen, die wenigen verbliebenen Blätter an den Bäumen leuchteten in der untergehenden Sonne in den prächtigsten Farben, von grün über gelb und orange bis tiefrot. Emma benahm sich unbeziert, plauderte unentwegt. Er hörte mit halbem Ohr zu, obwohl er beeindruckt von ihrem ungezwungenen Benehmen nach so kurzer Zeit ihrer Bekanntschaft war. Trotzdem musste er unwillkürlich an Dorothea denken und daran, dass er bei ihr nie wusste, woran er war. Leise Wehmut, wie sonst am Ende des Sommers, erfasste ihn. Sein letzter Spaziergang im Volksgarten erschien vor seinem inneren Auge. Statt Emma war Dorothea an seiner Seite gewesen. Auch sie hatte sich bei ihm eingehängt. Erinnerungen wurden wach. Am liebsten hätte er jenen frühen Abend vor 5 Monaten und 3 Tagen, als ihm klar wurde, dass sie ihn nicht liebte, ausgelöscht. Emma schien zu bemerken, dass er in Gedanken woanders war. Sie drückte ihre Brust fest an seinen muskulösen Oberarm und bat ihn, mit ihr hinüber zum Parlamentsgebäude zu gehen. »Möchten Sie einen bestimmten Abgeordneten abpassen? Ich fürchte, dort ist heute keiner mehr«, sagte er. »Sie machen Spaß, aber ich habe mich tatsächlich schon einmal mit einem Abgeordneten angelegt. Vor 5 Jahren habe ich in Frankfurt einem sozialdemokratischen Abgeordneten nach seiner Rede in einem Sachsenhauser Weinlokal Feigheit vorgeworfen und ihm mit einer Peitsche einen Schlag versetzt, weil er sich geweigert hatte, mit mir zu reden, geschweige denn meine Fragen zu beantworten. Ich habe ihm sein überhebliches Grinsen mit einem Schlag aus dem Gesicht gefetzt, die Peitsche danach übers Knie gebrochen und ihm nachgeworfen, als er fluchtartig die Weinschenke verließ. Schläge sind kein gutes Argument. Im Alter von 22 argumentiert man nicht, man handelt. Sollte Kaya diese verrückte Geschichte glauben? Mittlerweile hatte er begriffen, dass Emma von Solotto eine brillante Geschichtenerzählerin war, aber die Hälfte ihrer Geschichten frei erfunden war. Egal ob erfunden oder nicht, sie hielt mit ihren radikalen Ansichten jedenfalls nicht hinterm Berg. Oder wollte sie sich nur interessant machen, ihn provozieren, schockieren? Er wurde aus ihr einfach nicht schlau. »Es wird bald ganz dunkel sein«, sagte er. »Außerdem ist vor dem Reichsratsgebäude eine Baustelle. Der Pallas Athenebrunnen ist noch nicht fertig.« »Aber genau diesen Brunnen möchte ich sehen«, sagte Emma. »Die Götzenstatue soll 4 Meter hoch sein und mit dem Rücken zum Parlament stehen, was ich witzig finde, denn Athene gilt ja als Göttin der Weisheit. Die Weisheit ist also nicht im, sondern vor dem Parlament anzutreffen.« Gustav lachte, wurde aber gleich wieder ernst. »Das Betreten der Baustelle ist aber strengstens verboten. Ich möchte ein bisschen näher ran.« Als sie sich dem mit Maschendrahtzaun abgesperrten Platz vor dem Parlament näherten, ließ Emma seinen Arm los und lief hurtig voran. Die Gaslaternen vor dem Parlament spendeten nur schwaches Licht. Einige Laternen waren sogar kaputt. Auf dem Ring war nicht viel Verkehr. Ein paar einsame Fiaker trieben ihre Gäule mit lautem Schnalzen an. Ein eisiger Wind pfiff über die breite Prachtstraße. Schließlich erspähte er Emma auf einem frisch betonierten Mäuerchen. Mit ausgestreckten Armen balancierte sie über die Einfassung des Brunnens. »Runter mit Ihnen, sind Sie wahnsinnig? Der Zement am Boden des Brunnens ist womöglich noch frisch. Wenn Sie das Gleichgewicht verlieren, sind Sie verloren.« Dank seiner Größe begann er sie um die Taille zu fassen. Lachend ließ sie sich in seine Arme fallen. »Verrücktes Huhn!« Gustav saß der Schreck in allen Knochen.
Emma brachte ihn mit einem schnellen Kuss auf den Mund zum Schweigen. Er hielt sie fest, schaute ihr tief in die Augen. Sie umfasste sein Gesicht mit ihren Händen, ihre Lippen berührten sich erneut. Sanft bewegte sich ihre Zunge in seine, erforschte seinen Mund. »Doch nicht hier, wo uns jedermann sehen kann«, stammelte er, als er wieder Luft holen konnte. »Aber es ist doch finster.« Sie nahm seine Hand, führte ihn zur Auffahrtsrampe und bei einer der martialisch anmutenden Bronzestatuen am unteren Ende der Rampe blieb sie stehen und küsste ihn wieder. Dieses Mal so heftig, dass ihm fast die Sinne schwanden. Der Rossbändiger als Symbol der Unterdrückung von Leidenschaften, was als Voraussetzung für konstruktive parlamentarische Zusammenarbeit galt, schien sie zu weiteren, noch leidenschaftlicheren Küssen zu animieren. Ihre Hände verirrten sich unter sein Hemd, streichelten seine Brust. Plötzlich spürte er Blut in seinem Mund. Sie hatte ihn in die Unterlippe gebissen. »Aua!« rief er und schob sie ein Stück von sich weg. »Verzeih«, kicherte sie, während sie ihn hinter den Sockel der Statue zog. Im Schutz des hohen Podests schmiegte sie sich eng an ihn und öffnete seine Hose. Er ließ sie gewähren. Mit geschickter Hand verwöhnte sie ihn zu Füßen des bronzenen Mannes und unter den Hufen des widerspenstigen Pferdes, bis Gustav nur mehr verzückt auf die ersten Sterne im Himmel blickte und mühsam einen Schrei unterdrückte. Vielen Dank. Also, bisher habe ich immer so die Regel gehalten, dass Sie diese Psychoanalytiker-Regeln, man soll sich ja nicht, man soll kein Verhältnis mit einem Patienten sozusagen eingehen. Genau. Bei Gustav sind sie eben etwas, das hat nicht so richtig funktioniert. So ist es. Jetzt darf ich es endlich ausleben. Ich arbeite nicht mehr als Analytiker. Und mit meinen fiktiven Helden ist es sowieso erlaubt. Ne? Eine Stunde südlich von Wien, richtig? Ja. Besonderes Kennzeichen sieht ganz anders aus als der österreichische Filmregisseur gleichen Namens, mit dem er ständig verwechselt wird. Geschrieben hat er nebenbei immer fantastische Literatur, für die er auch ausgezeichnet wurde, Kriminalromane, denn es ist Die Hänge einer seiner Leitsterne, was natürlich großartig ist, weil Die Hänge natürlich Gott ist. Kriminaltätig ist er seit 2005, er erschien sein erster Thriller, Helfershelfer. Nach jeweils zwei Thrillern um den Wiener Privatdetektiv Peter Rogard und den zynischen Leipziger Kommissar Walter Polowski und die Wiener Anwältin Evelyn Meyers, schickte Kuba 2012 den noch viel zynischeren Misanthropen Martin S. Snyder vom BKA in Wiesbaden auf die Jagd nach Serienmördern und ähnlichen Gelichtern, der die Methode des visionären Sehens erfunden hat, eine Art, sich ins Innere von Tätern zu denken. Gruber macht jeden Leser zum Cliffhanger-Hopper. Und weil man eh nicht schlafen kann, wenn man mal eingetreten ist in seine labyrinthischen Dunkelkammern, ist man eben ziemlich gut aufgehoben, weil immer einem der Streaming-Dienst den Dienst versagt. Leichenzahlen mit 3 bis 7 kommt Gruber selten hin. Drogen geht so, höchstens dann, wenn sie wirklich für was gebraucht werden, also Ohnmacht beispielsweise. Kulinarik geht auch so, lenkt nur ab. Jüngstes Verbrechen bringt wieder Grubers deutsch-österreichisches Team zusammen. Walter Polowski, ehemals im LKA, jetzt überqualifiziert im Leipziger Kriminaldauerdienst, verwitwet, alleinerziehend, harter Hund, den man mögen muss, jedenfalls mehr als er sich selbst. Und Evelyn Meyers, hochqualifizierte Anwältin, die sich durch alles durchgebissen hat und einige Karriereangebote weggebissen hat. In Wien wird ein Mann ermordet, in Leipzig wird ein Mann ermordet. Die angewandte Methode dreht dem Leser und leider auch dem Opfer den Magen um. Es geht um Geschlechtsumwandlung, Glücksspiel, ein Gothic-Haus und das Unglück, das Familie heißt. Du. Und jetzt geht's los. Alles ja, herzlich willkommen zur österreichischen Krimi-Nacht. Es stimmt tatsächlich, ich werde oft verwechselt mit dem österreichischen Regisseur Andreas Gruber. Der ist 10 Jahre älter als ich, hat lange graue Haare und einen Zopf und hat keine Webseite. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum man mich mit ihm verwechselt, weil die Leute suchen nach Andreas Gruber, finden meine Webseite und dann bekomme ich einmal alle 2 Monate eine E-Mail von jemandem, der schreibt: Hallo Andreas, war gerade auf deiner Webseite. Toll, dass du jetzt auch Krimis schreibst. Und kannst du dich noch erinnern, wir waren ja damals in Berlin auf der Filmakademie und hast du nicht eine Filmrolle für mich? Also solche Fragen bekomme ich regelmäßig. Eigentlich
Sie haben es ja vorher schon gehört, es gibt zwei Handlungsstränge, einer spielt in Leipzig, einer spielt in Wien. Eigentlich wollte ich ja jetzt eine Stelle aus Leipzig vorlesen, aber dadurch, dass die Edith Kneifel mit so einer blutrünstigen Story das Ganze eröffnet hat, habe ich mir gedacht, das lässt sich toppen. Und habe es das wird mir langsam angeschnitten. Ja, möglicherweise haben Sie dann ein komplett schreckliches Bild von uns Österreichern auf diesem Abend, aber das ist mir wurscht. Also die neue Leseprobe, die ich da jetzt mir rausgesucht habe, die spielt in Wien. Und als Einstieg, damit Sie wissen, worum es geht, es ist März. Ja, es ist tatsächlich auch März im Roman. Es ist 8 Uhr in der Früh. Und auf einem Hotel im 5. Stock am Dach arbeiten zwei Bauarbeiter, die reparieren die Schäden des Dachs vom Winter. Und das ist der Max und der Slavo. Und sie stehen so am Dach und arbeiten und sehen vis-à-vis auf der gegenüberliegenden Straßenseite in eine Apartmentwohnung hinein. Und da beobachten sie ein Pärchen beim Sex. Und sie nehmen das Handy, stellen das Handy auf den Kamin, filmen die Szene und zoomen die Szene heran und sehen bei dieser Sexszene im Schlafzimmer der ältere Herr, grauhaarig, liegt auf dem Rücken und auf ihm sitzt eine junge, schlanke, schwarzhaarige Dame, die sieht man nur von hinten und sie reitet ihn. Und sie filmen diese Szene und dann passiert Folgendes. Wie eklig, Schwule, rief Max. Die Schwarzhaarige war tatsächlich ein Kerl. Das Gesicht war zwar nicht zu erkennen, weil sich die Sonne in der Scheibe spiegelte, dafür aber der Körper. Ein junger Typ, vermutlich kaum älter als 20, schlank und untenrum gut ausgestattet. Dann sah Max, wie der Junge zum Fenster ging, die Jalousie zuzog. Ende der Vorstellung. Slavo wartete noch eine Weile, dann wollte er gerade die Kamera abschalten, als plötzlich jemand im Zimmer gegen die Jalousie gepresst wurde. Der grauhaarige Kerl. Deutlich war zu sehen, wie sich der Mann mit den Fingern in die Lamellen krallte und verzweifelt daran zog. Das glaube ich jetzt nicht, entfuhr es Max. Der Junge würgte den Alten. Danach wurde der Alte zurückgerissen, die Lamellen schnappten zu und nichts war mehr zu sehen. Du musst die Polizei holen, rief Max. Zauberst du eine Arbeitsgenehmigung für mich aus der Tasche? Max warf die Arme in die Luft. Verdammt, du musst anrufen, mein Handy ist unten in der Garderobe. Ja, und was erkläre ich denen, warum ich hier oben war, wegen der tollen Aussicht? Dann müssen wir zumindest die Hotelrezeption verständigen. Der Portier soll... Schau! Unterbrach Slavo ihn. Am Rand des Displays war ein Teil des benachbarten Fensters zu sehen. Der Vorhang war offen, die Jalousie oben. Auch in dieses Zimmer schien die Morgensonne. Soeben war ein Schatten durch das Bild gehuscht. Slavo drehte das Handy auf dem Sims, sodass es nun den Nebenraum filmte. Es dauerte einen Moment, bis sich das Objektiv wieder scharf stellte. Der Mann lief durch den Raum und presste sich eine Hand auf den Hals. Aus der Halsschlagader spritzte Blut wie aus einem Überdruckventil. Quer durch den Raum, ans Fenster, an die Tapete, auf das Sofa. Ach du Scheiße, entfuhr es Max. Sie sahen, wie der Mann herumtorkelte und hysterisch schrie, doch es war kein Ton zu hören. Auf der Aufnahme blieb nur ein langer, stummer Schrei. Max riss das Handy vom Sims und unterbrach die Aufnahme. Was machst du? Rief Slavo und wollte ebenfalls danach greifen. Ja, was wohl? Herrschte Max ihn an. Ich rufe die Polizei, da drüben krepiert gerade einer. Er wollte wählen, da rutschte ihm das Telefon aus den Handschuhen, schlug gegen den Rand des Kamins und stürzte in den Schacht. Slavo wollte noch danach greifen, doch es war zu spät. Du Idiot, herrschte er seinen Kollegen an. Lauf zur Dachluke und fahr runter zum Portier, da soll die Polizei und einen Krankenwagen rufen. Jetzt mach schon! Während Max über die Dachziegel lief, starrte Slavo in den Kamin. Dort unten herrschte absolute Schwärze. Keine Ahnung, wie tief es war. Verdammt. Dann sah er wieder zum Penthouse. Ohne Kamera war aus dieser Entfernung keine Details zu erkennen. Bloß die Gestalt eines Mannes, der vermutlich gerade verzweifelt um sein Leben kämpfte. Also so beginnt der Roman. Jetzt bleibe ich auch gleich bei dieser Szene und erzähle weiter. Die Polizei, also die Feuerwehr kann dieses Handy, das in den Schacht gefallen ist, tatsächlich bergen. Die Polizei wertet dieses Video aus und sie glaubt, den Mörder darauf zu erkennen, obwohl das Gesicht verschwommen ist. Also sie forschen einen jungen Mann aus, das ist der Michael von Kotten, der ist 23 Jahre alt und die Staatsanwalt klagt ihn an, weil sie vermuten, dass er dieser Mörder ist. Und dieser Michael von Kotten kommt aus reichem Haus. Sein Vater, der Richard von Kotten, der ist ein großer
Mäzen, der hat eine große Casino-Kette. Und dieser Michael von Kotten braucht jetzt natürlich eine Anwältin. Und er entscheidet sich für die Evelyn Meyers, das ist die, neben dem Walter Polaski in Leipzig, ist sie eine junge Wiener Anwältin und sie übernimmt den Fall und sie wird ihn vor Gericht vertreten. Und jetzt kommen wir zu einer Szene, und zwar das erste Gespräch zwischen Evelyn Meyers und dem, ihrem neuen Klienten, den Michael Kotten. Der beteuert natürlich nicht, der Mörder zu sein, der sagt, es ist eine blöde Zufälligkeit, dass er dieser Figur auf diesem Video ähnlich sieht. Und Evelyn hat sich gerade vorher, das habe ich vergessen zu erwähnen, jemand hat diese Videosequenz, die die Bauarbeiter gefilmt haben von dem Mord, hat jemand auf YouTube hochgeladen. Und die Polizei hat es nicht gleich sperren können und darum hat sich dieses Video verteilt und die Evelyn hat sich gerade dieses Video angesehen. Evelyn klappte das Notebook zu. Ich muss zugeben, obwohl man das Gesicht des Mörders nicht sieht, scheint er Ihnen von Haarfarbe und Statur her ähnlich zu sehen. Aber ich bin es nicht. Eventuell würden wir mit Ihnen ein Vergleichsvideo drehen, um den Geschworenen den Unterschied zu zeigen. Wären Sie damit einverstanden? Das geht. Vor Gericht gibt es fast nichts, was nicht erlaubt wäre, um die Unschuld eines Menschen zu beweisen, erklärte Evelyn ihm. Es tut mir leid, aber ich muss Sie das jetzt fragen. Sind Sie homosexuell? Obwohl Michael von Kotten die Lippen zusammenpresste, waren sie immer noch schön geschwungen und voll. Beim Anblick dieses Gesichts könnte man vor Neid erblassen. Nein, sagte er, aber ich bin gerade im Begriff, mein Geschlecht zu ändern. Eine Geschlechtsumwandlung? Das heißt, Sie wollen eine Frau werden? Fragte sie nach. Ich bin eine Frau, sagte Michael Kotten. Tief drinnen fühle ich es. Evelyn betrachtete Kottens enge Jeans, die Stiefletten und den Pullover. Kleidung, die zwar schick, aber nicht unbedingt weiblich aussah. Ich bin kein Transvestit, der in schrillen Frauenkleidern, High Heels, Perücke oder mit extremem Make-up herumläuft, sagte Kotten, der Evelyns Blick offenbar bemerkt hatte. Ich bin Transgender oder Transident, wenn Sie so wollen. Ich möchte nicht nur wie eine Frau aussehen, ich möchte vor allem als Frau leben und als solche behandelt werden. Evelyn dachte an das Video. Das erschwert die Sache natürlich, denn damit könnten Sie das auf dem Video durchaus sein. Könnte ich nicht, widersprach Kotten. Ich stehe zwar auf Männer, aber nicht, weil ich schwul bin, sondern weil ich eine heterosexuelle Frau bin. Und auf dem Video sieht man eindeutig den analen Liebesakt zweier Schwuler. Okay, aber das genau scheint der springende Punkt zu sein, dachte Evelyn. Sie rutschte an die Stuhlkante. Ich muss Ihnen jetzt einige intime Fragen stellen. Tun Sie sich keinen Zwang an, das bin ich aus der Psychotherapie gewohnt. Wann begann Ihre Transformation? Vor 3 Jahren, ich war 20, zunächst musste ich ein klinisch-psychologisches Gutachten vorlegen, ein urologisches Gutachten und hatte mehrere Termine beim Psychotherapeuten und danach beim Psychiater. Beim Psychiater? Damit ausgeschlossen ist, dass ich eine psychiatrische Erkrankung habe. Es folgt Psychotherapie und 1 Jahr im sogenannten Alltagstest, in dem man als Frau lebt. Man wartet 8 Monate auf einen Termin auf der Transgender-Ambulanz im allgemeinen Krankenhaus. Und dann folgen Knochendichtemessung, Blutbild und Hormonbehandlung. Haben Sie damit schon begonnen? Kotten nickte. Ich nehme Medikamente, ein Östrogenpräparat und Testoblocker, die Testosteronproduktion herunterfahren. Noch sieht man nicht viel. Das dauert, die Körperbehaarung lässt nach, die Haut wird weicher, Brüste beginnen zu wachsen und das Fett wandert von den Schultern zu den Hüften. Der Bart wuchs? Kann man sich mit Laserepilation entfernen lassen. Die Stimme, manche lassen sich den Adamsapfel abschaben, damit er nicht so herausragt. Er zuckte mit den Achseln. Ich halte das für unnötig. Übungen beim Logopäden, damit die Stimme weicher wird, sind mir wichtiger. Klingt, als wäre das ein extrem anstrengender Weg, stellte Evelyn fest. Extrem belastend trifft es eher. Kotten lehnte sich zurück und schlug auf eine sehr feminine Art ein Bein über das andere. Die erste Zeit der Hormonbehandlung ist eine emotionale Berg- und Talfahrt. Manchmal bringt mich eine verdammte Kleinigkeit zum Heulen. Die Stimmungsschwankungen treiben mich in den Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, ich werde immer dünnhäutiger und empfindlicher und, Kotten holte tief Luft, unberechenbarer. Diese Aussage sollten Sie vor Gericht auf keinen Fall wiederholen, sagte er. Also Ihr Klient ist Transgender, das heißt, er möchte eine Frau werden. Dieses Thema hat mich schon viele Jahre fasziniert und darum wollte ich eine Geschichte darüber schreiben und habe recherchiert und war in Wien in der Rosa-Lila-Villa
Die Rosa-Lila Villa ist eine Einrichtung, die vor vielen Jahren noch eine Einrichtung war für Schwule und für Lesben, mittlerweile auch für transidente Menschen. Das heißt, Männer, die Frauen werden wollen, sogenannte Transfrauen, und dann Frauen, die Männer werden wollen. Der umgekehrte Weg, den gibt es auch. Und das hat mich fasziniert, weil ich wollte vor allem eins herausfinden, oder anders formuliert, Sie haben jetzt mehrere Stadien kennengelernt der Entwicklung. Das letzte Stadium der Entwicklung ist das, oder ist das eine von Ihren Fragen? Dann möchte ich es nicht vorwegnehmen. Ja. Das letzte Stadium der Entwicklung ist ganz einfach, dass einer Transfrau der Penis chirurgisch entfernt wird und dass eine sogenannte Neovagina chirurgisch erzeugt wird. Bis vor einigen Jahren war das noch zwingend notwendig, um offiziell als Frau zu gelten. Mittlerweile ist es nicht mehr notwendig. Mittlerweile gibt es auch offiziell anerkannt Frauen, die einen Penis haben. Wo es aus manchen chirurgischen Möglichkeiten eben nicht funktioniert, diese Operation. Aber das hat mich gar nicht so sehr interessiert, weswegen ich zu dieser rosa-lila Villa gefahren bin, sondern ich wollte eins herausfinden: Wenn jetzt ein Mann eine Frau wird und dann mit einem anderen Mann zusammen ist, deshalb, weil er wirklich eine heterosexuelle Frau ist, oder ist er doch verkappt schwul, und oder möchte er mit einer anderen Transfrau zusammen sein? Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr Möglichkeiten haben sich ergeben und desto mehr Motivationen und Gründe hat sie ergeben, und auf eins bin ich aufgekommen und das hat mich überrascht. Und das ist dann, bin dann schon fast auch am Schluss angelangt. Ich dachte, der normale Fall wäre der, dass eine Transfrau, also ein Mann, der dann eine Frau wird, dass die dann auch wieder mit einem Mann zusammen ist. Also die normale Beziehung. Also sagen wir so, die Beziehung, die am häufigsten vorkommt. Das ist aber nicht der Fall, sondern tatsächlich sind Transfrauen am liebsten auch mit Transfrauen zusammen. Und der Grund ist ganz einfach der, nicht weil die Transfrauen das so wollen, sondern weil die Männer offenbar eine Scheu haben, mit einer Frau zusammen zu sein, der früher ein Mann war, weil sie im Hinterstübchen genau wissen, dadurch, dass ihr Partner vorher ein Mann war, weiß sie ganz genau, wie Männer denken und ticken. Und das offenbar verwirrt einige. Ja, und die Evelyn hat dann... sie glaubt am Anfang, dass ihr Klient nicht der Mörder ist, dann nachher glaubt sie, dass er doch der Mörder sein könnte, und dann irgendwann einmal stellt sich diese Frage gar nicht mehr, weil sie völlig unerheblich ist, weil es stellt sich eine ganz neue Frage, nämlich die Evelyn kommt drauf oder stellt sich die Frage, ob ihr Klient in Wirklichkeit der Michael von Kotten ist oder nicht. Und diese Spur führt sie dann nach Leipzig. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Wir haben eine Homepage, und man hat jetzt, finde ich, im Netz auch noch Sachen, die da nicht draufstehen. Die haben mal gesagt, Schriftstellerei bedeutet für mich, dass ich interessante Figuren erfinden darf, ohne dass ich in der Psychiatrie lande. Ja. Noch bin ich nicht in der Psychiatrie. Ja. Wenn Sie jetzt nicht mehr schreiben, was wir dort machen, oder? Ja, es ist ja nicht nur so, dass ich Figuren erfinde, es ist ja auch so, dass ich Figuren ermorde, literarisch. Die Frage ist, wenn ich jetzt nicht mehr schreiben darf, wie sich das dann kanalisiert. Also, ich möchte es nicht rausfinden. Ich weiß ja auch nicht, was mich auf die Mordmethode bringt, die Sie da anwenden. Was habe ich zuletzt bei Arne Dahl gelesen, wie sind Sie auf die gekommen? Arne Dahl hat mir das geklaut. Ja. Möglicherweise. Ja. Sie meinen jetzt mit dem Stahlstift. Mit dem Stahlstift. Das müssen wir jetzt spoilern, weil sonst kennt sich das Publikum nicht aus. Oder anders formuliert. Ich stehe in Kontakt mit dem Chef der Gerichtsmedizin in Bern, und hin und wieder schicke ich ihm Anfragen, wie man möglichst originell jemanden ermorden kann. Und der gibt Auskunft? Ja, gibt Auskunft. Ja. Wie? Also, jetzt muss ich ausholen. Der Kontakt ist ursprünglich so zustande gekommen, wie war das? Genau. Jemand hat jemand anderen ermordet und wollte das dann als Selbstmord vortäuschen. Und hat der Leiche den Mund gefüllt mit Wasser, hat eine Pistole eingeführt und hat den Abzug gedrückt, und durch die Volumensausdehnung des Projektils fliegt dann der Hinterkopf weg.
ja, und sämtliche Spuren sind zerstört. Und da war meine Frage, wie kann man draufkommen, dass es doch ein Mord war und ein vorgetäuschter Selbstmord? Und da habe ich mit ihm hin und her gemeldet und er hat mir da Auskünfte gegeben. Die Erkenntnisse daraus gibt es im zweiten Martin-Snyder-Roman Todesurteil. Und ich habe dann weiter gebohrt und dann ist einmal der Moment gekommen, wo er gesagt hat, lieber Herr Gruber, jetzt kann ich Ihnen keine Auskunft mehr darüber geben. Ja, es gibt Möglichkeiten, wie man da auch noch draufkommt, aber die darf er mir dann nicht mehr verraten, weil sonst gibt es das perfekte Verbrechen. Also ich stehe mit ihm so im Kontakt und ich habe jetzt die Frage vergessen, wie sind wir auf den gekommen? Hallo, ich weiß schon. Ja, genau, von diesem Gerichtsmediziner, der hat einen interessanten Artikel geschrieben, dass die Mordrate, die Dunkelziffer, also jetzt in der Schweiz bezogen, aber vermutlich ist es in Deutschland und in Österreich ähnlich, die Dunkelziffer beim Mord ist viel höher, weil viele Morde nicht als Mord erkannt werden, sondern als natürliche Todesursache, weil unter anderem keine Wunde entdeckt wird. Ja, also kein Einstich, kein Einschuss, und dann kommt der Arzt, schaut sich den Toten an und sagt, ja, vermutlich Herzversagen. Und so entsteht diese hohe Dunkelziffer an Morden. Und das hat mir auf die Idee gebracht, man muss jemanden ermorden und ganz einfach keine Stichwunde offenbar erkennen zu lassen. Und so bin ich auf die Idee gekommen, dass man mit einem langen, dünnen Stahlstift durch den Anus stechen kann und so die inneren Organe perforiert. Also er verblutet innerlich, ja, und es gibt aber keine erkennbare Wunde. Aber unser Detektiv kommt drauf. Putin hat diese Viagra-Gelee getan. Wirklich, das freut mich. Du hast auch wehgetan. Oder sind es stehen wieder? Nein, es gibt ganz schrecklichere Dinge nur in den anderen Romanen. Also das ist jetzt vergleichbar. Aber es stört sich jetzt nicht der Fisch und bringt ja eh nicht mehr. Nein. Sollte es das? Ich habe manchmal befürchtet, dass Krimi-Schriftsteller, die dann so viel gut verdienen, da drin, wie bei Friedrich Arnie zum Beispiel, diesen Kommissar, der kommt dann irgendwie nach Hause und dann sind lauter Leichen am Tisch, deren Fälle er nicht geklärt hat. So stelle ich mir das manchmal bei Krimi-Schriftsteller auch vor, dass die nach Hause kommen und irgendwie werden sie heimgesucht von irgendwelchen Menschen. Die nein, gar nicht. Ich habe ja diese ganzen fürchterlichen Ideen, die habe ich ja jetzt aber in dieses Buch und damit ist in die Welt hinausgetragen und da können sich dann die Leser damit auseinandersetzen. Also, ich habe eine reine Seele. Ja. Jetzt spielt das ja an zwei Orten, also Wien und Leipzig, die kommen dann irgendwann immer näher, verschränken sich dann. Wie haben Sie das geschrieben? Haben Sie die Leipzig-Strecke geschrieben und dann die Wien-Strecke? Oder haben Sie das wirklich so abwechselnd geschrieben, wie es ist? Ja. Also es ist ja nicht nur in dem Roman so, es ist ja generell in allen Romanen, die ich schreibe, dass ich zwei Schauplätze habe, meistens einen in Österreich und einen in Deutschland. Und es wird dann Kapitel für Kapitel mit Cliffhanger wird dann die Handlung erzählt und springt von einem Handlungsstrang zum anderen. Und die Handlung verzahnt sich. Und früher in den ersten Romanen habe ich es tatsächlich Kapitel für Kapitel geschrieben und habe mich immer wieder in den anderen Handlungsstrang reindenken müssen, aber das mache ich schon lange nicht mehr. Ich entwickle mal die Handlung, also ein sogenanntes Exposé, das heißt, ich weiß schon, was in welchem Kapitel passiert und tatsächlich ist es dann so, dass ich den Wiener Handlungsstrang immer in einem durchschreibe und dann nachher den Leipziger Handlungsstrang in einem durchschreibe. Und vorher muss ich es schon gut plotten, weil sonst stimmen die Zeitübergänge nicht und die Uhrzeiten stimmen nicht. Ja, und das verzahne ich dann. Ja, und dann kommt der spannende Moment, wenn ich mir selber das erste Mal ausdrucke und dann lese, ob es auch wirklich so funktioniert, dieses Verzahnte. Und hat es funktioniert? Ja, nicht immer. Da muss man dann nachjustieren. Okay. Ja, vielen Dank, Andreas Gruber. Dankeschön. Es macht einen wirklich atemlos. Alter jünger als mein Bruder, der Jüngere, stammt aus Wien. Zu finden, weder wie zu vermuten wäre nach Lektüre ihres Hörers im Internet, noch in Salzburg, sondern südlich von Wien. Besonderer Kennzeichen kann ihre Bücher so gut vorlesen wie kein anderer. Man kriegt richtig Angst, vor allem wenn sie mit dem Anfang anfängt. Wie kommt das heute? Machen wir wieder. Karriereautor Posnanski hat nicht auf dem Spielplatz ihrer eigenen Sherlock-Holmes-Krimis in den Sand gekratzt. Sie hat erst alles Mögliche studiert, Japanologie, Publizistik zum Beispiel. Dann hat sie als Medizinjournalistin gearbeitet. Damit war sie der Abteilung Leib und Leben. Natürlich schon ganz schön nah. Leib und Leben ist die Mordkommission in Österreich.
Es folgte ein biografisch begründbarer Umweg. Ursula Posnanski hat nämlich erst einmal Kinderbücher geschrieben. Im Jahr, als sie für ihr erstes Jugendbuch Erebos, einen historischen Zukunftsthriller, den Deutschen Jugendliteraturpreis bekam, entstand ihr erster Kriminalroman. Kriminell tätig ist sie für Jugendliche seit 2010, für Erwachsene seit 2012. Helfershelfer. Erstens Beatrice Kaspari, Kommissarin in der Abteilung Leib und Leben des Landeskriminalamts Salzburg, alleinerziehende Mutter, und Florian Wenninger, ihr Kollege und Freund und mehr. Zweitens Caroline Bauer, die ist neu, die Heldin der neuen Vanitas-Trilogie, wobei Caroline Bauer eigentlich gar nicht so heißt, sondern zu später. Sie könnten sich alle bei ihrer Urheberin beschweren, werden sie doch ein ums andere Mal in verwinkelte Spielsysteme gesteckt, aus denen sie nur mit knapper Not entkommen. Ursula Posnanski ist eine fabelhafte Spielerfinderin. Der erste Zug, den sie dabei macht, ist gern der blutigste, das hören wir gleich, lässt uns aufrecht im Bett stehen oder auf dem Sofa, und dann war es das mit der anschließenden Nacht. Leichenzahl, gern heftig. Sie sehen auch nicht hübsch aus, wenn sie, naja, gefunden werden. Drogenkonsum geht so, wenn kriminalistisch notwendig. Kulinarik lenkt eigentlich nur ab. Jüngstes Verbrechen, das Spiel von Vanitas, beginnt auf einem Friedhof und in Wien, weil nirgendwo sonst ist man mit dem Tod so gern per Du, wie in Wien. Caroline Bauer ist in der Gärtnerei untergekommen. Die Blumen sind das Zeugenschutzprogramm der ehemaligen Undercover-Ermittlerin. Sie kommt aus Frankfurt, das darf aber keiner wissen, sonst ist sie tot. So richtig undercover sozusagen. Also wenn sie tot ist. Bei den Blumen hätte sie bleiben können, das bleibt sie aber nicht natürlich, und damit geht es jetzt los. Genau. Ja, und auch noch einen schönen guten Abend. Wir machen das tatsächlich wieder so. Ich fange vorne an. Da brauche ich nämlich jetzt vorab auch nichts erklären. Das finde ich immer angenehm. Wir machen Prolog. Nein, vielleicht doch ganz kurz, weil ich ja jetzt nicht den ganzen Text lese, den ich sonst lese. Wir haben es jetzt gleich mit zwei Frauen zu tun. Nachdem ich jetzt nicht so weit kommen werde, dass klar wird, dass es nicht die gleichen zwei Frauen sind, schicke ich das voraus. Also es ist zwei unterschiedliche. Eine wirklich tot, eine nicht. Prolog. Sie blickte nach oben ins Dunkel. Ihren linken Arm spürte sie kaum, doch jedes Mal, wenn sie versuchte, ihn unter ihrem Körper hervorzuziehen, war es, als stieße man ihr einen glühenden Spieß in die Schulter. Ihr rechter Arm war heil geblieben. Ihr Kopf, es war so eng hier. Selbst wenn sie nicht verletzt gewesen wäre, hätte sie sich kaum rühren können. In ihrem Rücken spürte sie eine harte Wand. Eine Wand befand sich auch direkt vor ihr, rau unter ihrer flachen Hand. Was war geschehen? Ihre Erinnerungen fransten aus wie Wolken an den Rändern. Hatte der Mann sie gestoßen? Oder hatte er versucht, sie zu halten? Sie hatte seine Hand im Rücken gespürt, und noch bevor sie richtig verstanden hatte, dass sie stürzte, einen Aufprall, der sich wie ein Ende anfühlte, es offenbar aber nicht gewesen war. Er hatte etwas gerufen, der Mann, vor dem Sturz oder danach, das wusste sie nicht mehr. Da hast du deine Geschichte. Ja, das war es gewesen. Und sie hatte in diesem Moment gedacht, stimmt, ich habe sie, und eben ist sie unbezahlbar geworden. Konnte sie sich noch an alle Details erinnern? Sie atmete tief ein, fühlte ein Stechen im Brustkorb, verkrampfte sich bei dem Gedanken an gebrochene Rippen, die sich in Lungenflügel bohrten. Details, rief sie sich selbst zur Ordnung. Da waren ein paar Dinge gewesen, die nicht zusammenpassten, aber mit ein wenig Recherche würde sie das Puzzle zusammenfügen. Zusammenfügen. Worte festzuhalten war plötzlich schwierig. Ihr Kopf fühlte sich schwammig an, innen. Wenn sie nicht aufpasste, würde sie einschlafen, doch das durfte sie nicht. Wenn es hell wurde, musste sie wach sein, sie musste um Hilfe rufen, sobald Leute kamen. Wie lange konnte das noch dauern? Das Zeitgefühl war ihr abhanden gekommen, aber sie glaubte, ein Zwitschern zu hören. Vielleicht der erste Vogel in der Morgendämmerung, vielleicht auch nur ein quietschendes Metallscharnier. Kurz würde sie die Augen schließen, nur ganz kurz, bis das Stechen in der Brust nachließ. Unbefugtes Betreten, hatte der Mann gesagt. Tja, dann ist man selbst schuld. Haben Sie denn die Warnschilder nicht gelesen? Es war unfair gewesen, so unfair. Eine, wie hieß das Wort? Falle, genau.
Er hatte ihre Unterlagen an sich genommen, aber die würde sie sich noch einmal beschaffen können, wenn sie erstmal hier raus war aus diesem engen, entsetzlich engen Raum. Wenn sie ein paar Minuten die Augen schloss, würde sie anschließend wieder besser denken können. Sie würde nicht einschlafen, nur dösen, Kraft sammeln. Kraft. Ein ohrenbetäubendes Geräusch ließ sie hochschrecken. Der Schmerz bohrte sich in ihre Schulter, sie schrie auf. Doch eingeschlafen, dachte sie. Da, wo sie lag, war es nach wie vor dunkel, aber hoch über ihr hatte ein fahlgrauer Tag begonnen. Sie lag eingeklemmt zwischen zwei Wänden, die gut 15 Meter hoch nach oben ragten. Durch die Öffnung sah sie ein Stück Himmel. Und nun kam etwas Neues ins Blickfeld, eine Art Röhre. Hallo? Rief sie. Ich bin hier unten, ich bin gefallen, ich brauche Hilfe. Der Lärm von oben kam näher. Wenn sie ihre eigene Stimme kaum hören konnte, wer würde es dann können? Die Röhre schwenkte ein wenig weiter und begann dann etwas auszuspucken. Etwas Graues, Flüssiges, Zähes. Es platschte erst weit entfernt von ihr auf, floss näher, dann war die Öffnung über ihr. Sie begriff, was nun passieren würde, schrie nicht mehr, sondern presste die Augenlider und Mund fest zu, obwohl sie wusste, dass beides vollkommen sinnlos war. Sie fühlte, wie die schwere, feuchte Masse auf sie fiel und ließ sich ins Dunkel fallen, noch bevor der Beton sie völlig unter sich begrub. Erstes Kapitel. Immer, wenn die Angst zurückkehrt, sehe ich mir Fotos meiner eigenen Beerdigung an. Der helle Holzsarg in der Aufbahrungshalle, die vielen Kerzen und das riesige Foto, auf dem ich den Gästen entgegenlächle. Meine Augen sind grüner als in Wirklichkeit, mein Haar ist in glänzende Locken gedreht und eine Spur dunkler als der Sarg. Die Frisur ist untypisch für mich, aber ich wollte dem Mann hinter der Kamera gefallen, damals. Rund um den Sarg Kränze. Die mit Rosen sind klar in der Überzahl. Rot, Rosé, Gelb, Weiß. Die Schleifen tragen die üblichen Sprüche. In tiefer Trauer, in ewiger Liebe, in Dankbarkeit. Nur einer davon birgt eine tiefere Wahrheit in sich. Er hängt an dem mit Abstand hässlichsten Kranz, der gleichzeitig einer der größten ist, und schräg rechts unterhalb des Sargs steht. Die Kombination aus knallpinken Lilien und leuchtend orangefarbenen Gerbera würde jeden Betrachter sofort schaudernd den Blick abwenden lassen, wären da nicht ein paar irritierende Details. Die einsame Narzisse zum Beispiel, die wie irrtümlich zwischen zwei Lilien herausragt. Eine Distel. Wahrscheinlich die einzige, die je ihren Weg auf einen Trauerkranz gefunden hat. Und zu guter Letzt ein kleiner Strauß Vergissmeinnicht, der als blauer Fleck das Gerbera-Orange durchbricht. Ich wüsste gerne, wie viele Trauergäste angesichts solcher Scheußlichkeit ratlos den Kopf geschüttelt haben, aber natürlich haben sie die Botschaft hinter dieser optischen Beleidigung nicht begriffen. Auch ich musste erst einige Monate lang mit der Materie arbeiten, um alle Feinheiten zu verstehen. Die Signalwirkung von Pink und Orange sollte nur meinen Blick auf den Kranz lenken. Sie sollte sicherstellen, dass ich die versteckten Hinweise nicht übersehe. In der Sprache der Blumen steht die Distel für Kraft, aber auch für Sünde. Narzissen symbolisieren Wiedergeburt, nichts wünsche ich mir weniger. Die Vergissmeinnicht sind selbsterklärend, aber sollten trotzdem Zweifel bleiben, werden sie von dem Spruch auf der Schleife beseitigt. Sie ist blutrot und gibt dem Kranz farblich den Rest. Auf ewig unvergessen steht in goldenen Lettern darauf. Es ist eine Warnung und ich weiß, von wem sie kommt. Unsere Auftragslage ist gut. Matti läuft pfeifend durchs Geschäft, während ich in der Werkstatt sitze und Tischgestecke für eine Hochzeit fertige.
Eine angenehme Abwechslung, auch wenn ich nicht begreife, warum jemand den Blumenschmuck für seine Trauung von einem Friedhofsfloristen machen lässt. Hätte ich die Wahl gehabt, wäre ich lieber in einem Gartencenter oder einer normalen Blumenhandlung gelandet, irgendwo in der Vorstadt, wo man hauptsächlich Geburtstagssträuße und Valentinstagsrosen verkauft. Aber Robert war dagegen. Wer auf dem Friedhof arbeitet, wird nicht wahrgenommen. Die Menschen sind mit ihrer Trauer beschäftigt, sie wollen so schnell wie möglich wieder fort. Unsichtbarer wirst du nirgendwo sein. Kann sein, dass er damit recht hatte, kann aber ebenso gut sein, dass er nur seinem seltsamen Sinn für Humor nachgeben wollte und mich deshalb zu den anderen Toten geschickt hat. Cremefarbene Rosen, Schleierkraut, weiße Schleifen, eine grüne Hortensie. 15 Tische macht 15 Gestecke. Ich schaffe 3 in einer Stunde. Wenn ich fertig bin, werde ich noch eine Runde über den Friedhof drehen. Beethovens Grab ist der Ort, an den es mich üblicherweise zieht, wenn ich mich so verloren fühle wie heute. Er wurde in Bonn geboren, starb in Wien und wurde hier auch beerdigt. Allein dadurch fühle ich mich ihm verbunden, obwohl der Schauplatz meiner Geburt Köln und der meines Todes Frankfurt ist. Begraben bin ich trotzdem in Wien. Und das ist vermutlich der beste Ort dafür, denn das Klischee stimmt. Nirgendwo sonst ist man mit dem Tod so gerne per Du. Caro, ich bin so vertieft in Tischgesteck Nummer 7, dass ich wieder einmal zu spät begreife, wer gemeint ist. Mit einem Ruck fahre ich herum, es ist Eileen und sie schüttelt den Kopf. Manchmal frage ich mich, ob du schwerhörig bist. Tja, ich lächle bemüht, denke wieder an Beethoven. Besser, sie hält mich für gehörgeschädigt, als sie wittert die Wahrheit, dass ich mich nach so vielen Monaten immer noch nicht an meine neue Identität gewöhnt habe. Eileen ist clever und sie ist neugierig. Mit ihren 17 Jahren fallen ihr Dinge auf, die Matti oder Paula nie bemerken würden. Also, möchtest du Hilfe? Gern. Ich schiebe ihr eine der Schalen zu, die die Basis der Gestecke bilden. Sie neigt den Kopf mit dem kurzen, lackschwarz gefärbten Haar, wirft einen Blick auf eines der fertigen Mittelstücke und nickt. Okay, wetten, ich bin schneller als du. Das ist sie und nicht nur das. Ihre Gestecke sehen am Ende besser aus als meine, obwohl wir exakt die gleichen Bestandteile bearbeiten. Es sind vorhin noch 4 Kranzbestellungen reingekommen, sagt sie. Ich habe alles ins Buch eingetragen. Könntest du... Sie beendet den Satz nicht, doch ich weiß, worum sie mich bittet. Matti ist ein gutmütiger Kerl, aber nicht allzu einfühlsam. Er kann sich stundenlang über Eileens Rechtschreibfehler amüsieren. Ich sehe es mir an. Irgendwas Dringendes dabei? Sie schüttelt den Kopf. Nein, nur kitschig und geschmacklos, aber alles Sachen, die mindestens eine Woche Zeit haben. Okay. Gemeinsam verpacken wir die Gestecke für den Transport, danach schlüpfe ich nach draußen. Der schnelle Blick rundum jedes Mal, wenn ich einen Raum betrete oder ins Freie gehe, ist eine Gewohnheit, die ich allmählich ablegen könnte. Nichts Bedrohliches. Mir ist zwar klar, dass ich die Gefahr nicht kommen sehen werde, bis sie direkt vor mir steht, trotzdem habe ich meine Augen überall, zumindest bis ich allein zwischen den Gräbern verschwinden kann. Als ich zurückkehre, steht Eileen an der Kasse und wirft mir einen bedeutungsvollen Blick zu und wirft einen bedeutungsvollen Blick auf das Bestellbuch, das neben ihr liegt. Ich klemme es mir unter den Arm und verschwinde nach hinten. Nach wie vor schreibt sie Kranz statt Kranz 3 von 4 Malen. Ich korrigiere die Schwertlilien, die Hortensien, die Pfingstrosen, alles möglichst unauffällig. Beim letzten Kranz hat Eileen Lilien mit IE notiert. Ich grinse unwillkürlich, es ist, als wollte sie alle denkbaren Schreibweisen ausprobieren, in der Hoffnung, dass wenigstens eine davon korrekt ist. Doch beim Weiterlesen vergeht mir das Lachen auf einen Schlag. Die falsch geschriebenen Lilien wurden in Pink bestellt und sollen mit orangefarbenen Gerbera kombiniert werden. Der Kunde wünscht sich außerdem Vergissmeinnicht, die Eileen wundersamerweise fehlerfrei hinbekommen hat, an einer passenden Stelle in den Kranz integriert. Mein Blick gleitet in die nächste Zeile. Eine rote Schleife soll dazu mit goldener Schrift
in Gedanken immer bei dir. Kein Name, nicht nötig. Der Auftrag lautet auf einen Martin Meyer, der vorab bezahlt hat. Eine Adresse ist nicht angegeben. Ich klappe das Buch zu, unterdrücke alle meine Fluchtreflexe und denke an die zerlegte Barrette M82 in meinem Kleiderschrank. Nicht, dass ich wirklich etwas damit vorhätte, aber mich beruhigt das Wissen um ihre Existenz. Robert wird in der nächsten Zeit von sich hören lassen, daran habe ich keinen Zweifel. Die Frage ist nur, warum? Für einen Prozess fehlt immer noch der Angeklagte. Jedes Mal, wenn die Tür zum Verkaufsraum sich öffnet, zucke ich nun zusammen. Wie zu Beginn, als wären nicht 10 Monate vergangen, sondern höchstens 10 Tage. Doch nie ist es Robert oder gar einer von ihnen. Das würde ich sofort sehen, an der Art, wie sie blitzschnell einen Raum erfassen, wenn sie ihn betreten. Sie sind fast geräuschlos und sie lächeln immer bis zum Schluss. Dankeschön. Geschichte. Also meine Grundidee war die, ich fand es reizvoll, über jemanden zu schreiben, der für die Welt gerne verschwinden möchte. Und habe mir überlegt, was man da alles bewerkstelligen müsste, damit das klappt. Und auch was man alles bedenken müsste, dass man zum Beispiel möglichst nicht auf Fotos auftauchen sollte, die dann irgendjemand ins Internet stellen könnte, also alle diese Dinge. Und ja, und den Rest der Geschichte habe ich dann, also mich hat das interessiert, wie eine Figur funktionieren würde, die versucht zu verschwinden, ohne wirklich verschwinden zu können. Diese Blumensprache und die Blumengeschichte, wie kann die das ins Spiel? Das war eigentlich Haupt, das ist eigentlich nur ein Nebeneffekt. Ich wollte, nachdem Caroline ja eine sehr heftige Vergangenheit hat und ganz furchtbare Dinge gesehen und miterlebt hat, wollte ich, nachdem sie nicht ganz gestorben ist und sich irgendwie aussuchen könnte, wo sie sich versteckt, habe ich mir gedacht, sie wird sich was aussuchen, was eben möglichst unblutig und ganz harmlos, schön, positiv, freudig ist. Blumen. Aber um dem Ganzen dann noch einen Dreh zu geben, habe ich mir eben gedacht, nicht einfach nur Blumen, sondern Friedhofsblumen. Jetzt haben wir hier gehört, dass man in Wien, ich war so gern mit dem Tod per Du ist. Ist das tatsächlich so? Ist das nur so ein Klischee, was man kulturell sozusagen tradiert? Muss so sein bei Wien? Was ist das Verhältnis der Wiener zum Tod? Es ist so eine grantige Freundschaft irgendwie. Also es ist so ein, wenn er schon da ist, können wir uns auch mit ihm arrangieren, wenn man es eh nicht umgehen kann. Ich finde, das zieht sich ja auch Wahnsinn, das zieht sich von Nestroy über Raimund, über Wolfgang Ambros, der singt das Leben der Zentralfriedhof, über Falco mit Out of the Island. Es kommt immer wieder vor, es ist immer wieder ein Thema. Aber es ist nie irgendwie so mit tiefer Verzweiflung behaftet, sondern immer eher so, wie man halt mit anderen unangenehmen Dingen auch umgeht. So, jo eh. Es ist anders als in München spielt der Rest den größten Stress. Aber wann ist es ein anderes Verhältnis als zum Tod? Das weiß ich nicht, wie die Münchner damit umgehen, muss ich gestehen. Dazu kenne ich das zu wenig. Aber ich weiß halt, also ich bilde mir ein, dass es in Wien immer so ein bisschen so eine Koketterie hat. Im Vergleich zu den anderen Krimis ist es ein kleines bisschen anderes Genre, oder? Ich habe mir diesmal die Ermittler geschenkt. Mhm. Also auch diese ganze, ich fand das sehr entspannend, jetzt einmal nicht obduzieren zu müssen, einmal nicht die Spurensicherung reinschicken zu müssen und auch weniger Möglichkeiten zu haben, weil die Polizei hat ja jetzt eben doch dieses ganze Instrumentarium, mit dem man sehr viel, sehr schnell herausfinden kann. Jetzt eine Protagonistin zu haben, der das alles nicht zur Verfügung steht, sondern die eigentlich eher noch behindert ist in dem, was sie tut, fand ich zur Abwechslung jetzt mal wirklich spannend. Es geht ja auch so um Paranoia. Es taucht ja, also es
kommt ja immer wieder hoch, weil ihre Angst entdeckt zu werden. Und was sie dann tut, und das ist ein kleinster Auslöser, wie orchestriert man das so, dass man das irgendwie, dass das nicht so maschenartig wird. Maschenartig? Ja, das ist irgendwie so, dass man irgendwie schon drauf hat. Ach so, haben. Wie eine Masche. Ja. Jetzt habe ich es verstanden. Ich denke mir, es ist, sie wird ja dann zum Teil auch unvorsichtiger und schreckt dann aber immer wieder zurück. Ich glaube, es liegt einfach im Charakter, so wie ich sie mir ausgedacht habe, und so oder einfach so wie ich sie sehe, ein bisschen begründet. Einerseits einfach weiß sie, was passiert, wenn sie gefunden wird. Und das ist dann nicht einfach nur Sterben, sondern das ist schrecklich, Sterben. Und sie überlegt sich ja auch, ob nicht Selbstmord eine Option wäre. Will sie aber dann halt auch nicht. Und es, gleichzeitig wird sie aber auch von so einer gewissen inneren Neugierde und einem gewissen Ehrgeiz getrieben, jetzt herauszufinden, was diese merkwürdigen Dinge zu bedeuten haben, die sie dann in München plötzlich sieht. Und versucht das dann immer irgendwie aus der Deckung heraus, geht aber dann auch wieder hinaus. Also es, dieses Hin- und Hergerissensein zwischen Angst und Ehrgeiz, unter Anführungszeichen, ja, konnte ich gut nachvollziehen. Das wird jetzt aus der Ich-Perspektive erzählt. War das auch von vornherein so angelegt? Ja, das war definitiv von Anfang an so gedacht. Ich finde, Ich-Perspektive hat diesen ganz eigenen Effekt, dass man nicht näher an die Figur rankommen kann. Und dass man auch dann bis zu einem gewissen Grad mit dem Blick natürlich auch beschränkt ist. Das heißt, wenn ich aus der Ich-Perspektive erzähle, kann ich wirklich nur das sehen, was Caroline auch sieht. Und ich mag das persönlich. Ich mag diese Nähe zur Figur. Hat ja für den Leser den Vorteil, dass man weiß, also die erzählt ja jetzt da, ja. Und die erzählt über drei Romane, naja gut, da wird sie ja auch nicht sterben am Ende, weil so, immer so perspektivisch gedacht. Da wäre ich mir jetzt mal einfach nicht so sicher. Aber sie wissen schon, wie es aussieht. Ja. Das war auch schon von die ganze Dauer der Liebe auch schon festgelegt. Das war schon von vornherein als Trilogie gedacht, also auch so geplant. Also es war von Anfang an ja, auf mehrere Bände ausgelegt und ich habe dann so kurz überschlagen, wie ich mir das vorstelle, und habe dann gesagt, es werden wahrscheinlich drei. Und das ist der Status quo. Also, dass es nicht neun werden, ist. Nein, das halte ich für wahnsinnig unwahrscheinlich. Hm. Gut, hoffen wir, dass sie nicht undercover dann irgendwie endet, sozusagen. Ja, vielen Dank, Dr. Kostanski, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich habe das Spaß gemacht. Das war die Frau Kostanski. Jo Leute, und hier sind wir jetzt noch bei der Signierstunde nach der Lesung. Also, ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht so der Krimi-Leser, aber ich bin wirklich eigentlich auf alle Bücher wirklich neugierig worden. Und vielleicht lese ich ja tatsächlich demnächst mal einen Krimi. Ja. Lasst euch überraschen. Ihr werdet erfahren in einem Lesemonat oder Neuzugänge.